Hallöchen, Leute. Ich melde mich, wie auf meiner Facebook-Page angekündigt, mit einem Infovideo mal wieder. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viele Infovideos gemacht, oder mehrere zumindest, und wenig hochgeladen. Ich möchte euch aber auch sagen, wieso. Es ist das Ende der Faschingsferien. Ich habe ab morgen, dem 23.02., wieder Schule. Und diese Zeit der Schule wird wahnsinnig stressig. Ich habe, lasst mich überlegen, jetzt noch acht oder neun Klausuren vor mir, und zwar bis zu den Osterferien, die Mitte April sind. Ich habe da, wie gesagt, sehr, sehr wenig Zeit. Ich habe jetzt in den Ferien ein paar Spellforce-Videos aufgenommen. Mein Controller geht auch wieder. Ich könnte also Zelda und Pokémon aufnehmen. Aber die Zeit zwischen der letzten Klausurenphase und dem Abi ist sehr, sehr begrenzt. Ich habe wirklich wenig Zeit, überhaupt aufzunehmen, weil ich abends erst spät aus der Schule komme. Also meistens. Und dann halt auch noch viel zu lernen habe, viel vorzubereiten habe, etc. pp. So. Ich habe mich entschieden, für diese Zeit, während ich in der Abi-Phase bin, denn das Abi beginnt Ende April und dauert bis Mitte Juni ungefähr. Natürlich habe ich in dieser Zeit keine Zeit, etwas aufzunehmen. Aber ich glaube, das erklärt sich von selber. Deswegen werde ich mich erstmal auf ein Projekt wieder konzentrieren. Ich weiß, Zelda ist schon sehr, sehr lange offen. Und ich werde es auch noch zu Ende führen. Aber ich habe, wie gesagt, kaum Zeit, irgendwas aufzunehmen. Ich habe jetzt Spellforce viel wieder aufgenommen. Und das werde ich auch weiter hochladen. Ich werde jetzt mich erstmal wieder auf Spellforce nur konzentrieren. Und Pokémon und Zelda werden erstmal außen vor gelassen. Ja. Aber was ich machen will, das werde ich auch. Also es gibt etwas, das ich unbedingt machen will. Das werde ich Mitte April ankündigen, mich also darüber was erzählen. Denn wie wahrscheinlich ein paar von euch, die wahrscheinlich schon von Anfang an dabei waren, wissen, feiere ich im April mein 5-jähriges Let's Play-Jubiläum. Und genau da werde ich eine Neuheit ankündigen, etwas, das ich noch nie zuvor getan habe, aber endlich mal ausprobieren will. Das wird aber erst nach dem Abi in Angriff genommen. Das Abi ist, wie gesagt, Ende Juni ist es komplett fertig, dann bin ich raus aus der Schule. Und dann werde ich das Zeug mal in Angriff nehmen, was ich dann an meinem 5-jährigen Let's Play-Jubiläum, sagen werde. Mein Abitur, Let's Play, das kann man schon verwechseln. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich so sagen wollte. Also es kommt jetzt nur noch Spellforce. Ich versuche, ein Video pro Tag hochzuladen. Ich versuche es. Betonung auch versuchen. Denn manchmal sitze ich vorm PC, wenn ich fertig bin, und denke mir, was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich habe mir auch schon einen Plan gemacht, der liegt hier irgendwo rum, unter meinen vielen Blättern, die ich hier habe. Ja, und ich hoffe, ihr versteht das, weil es geht jetzt wirklich langsam in die heiße Phase bei mir. Und sobald ich Abi habe, wird es auch wieder regelmäßiger Videos geben und auch natürlich von den anderen Let's Plays. Wie gesagt, mit einem Infovideo werde ich mich spätestens im April wieder melden. Und ich würde sagen, viel Spaß mit meinen Spellforce-Videos. Und wir hören uns dann in meinen nächsten Videos. Also, bleibt stark. Ich bin bald wieder vollkommen für euch da. Bleibt locker. Bis dahin. Ciao.